Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 Pharmatown Projekt. In der letzten Folge habe ich ja damit begonnen, hier das Feld schon mal so ein bisschen vorzubereiten und ein bisschen mit dem Grubber drüber zu fahren. Damit habe ich ein bisschen weiter gemacht, aber die letzten zwei Streifen muss ich noch schnell machen. Und dann werde ich mir heute mal einen Termin beim Maschinenhändler sichern, um auch den Steyr wieder ready zu machen, dass der wieder fahren kann. Ich werde also gleich mal schnell beim Händler vorbeischauen. Dann habe ich mir überlegt, werde ich heute auch mit dem Ansäen beginnen und... Ich möchte heute, das ist auch noch ganz wichtig, ich möchte auch ein bisschen was schaffen. Und mir ist aufgefallen, unser Feld, ich bin noch nicht so ganz lange in der Landwirtschaft, aber unser Feld braucht hier Kalk. Und ich habe aktuell nichts, womit ich Kalk oder Kalk streuen könnte oder düngen könnte, also Kunstdünger ausbringen könnte. Deswegen werde ich da nochmal beim LU vorbeischauen und das dann da mal anfragen, ob die irgendwie Zeit haben oder so. Ich habe schon gehört, im Dorf, die sind wohl immer ziemlich beschäftigt, das heißt, da sind die Wartezeiten schon mal länger. Ich hoffe, dass die trotzdem irgendwie Zeit finden, aber das werden wir jetzt gleich mal in Angriff nehmen. Erstmal beim Maschinenhändler vorbeischauen und dann gucken wir mal, was dann noch so möglich ist. Hier das letzte Eck nehme ich noch schnell mit, hab ich ein bisschen blöd gemacht. Und dann fahren wir mal schnell beim Maschinenhändler vorbei. Vorher muss ich erstmal hier durch den Hof navigieren. Das ist alles ziemlich eng, ne? Also, wenn wir hier ein Bauunternehmen beauftragen sollten, was wir ja müssen, wenn wir neue Gebäude haben wollen und einen neuen Stall und so, das entscheidet sich ja alles noch, was wir hier am besten reinsetzen. Aber wenn wir das haben wollen, dann müssen wir das vielleicht ein bisschen luftiger bauen, weil wir ja dann relativ, also vermutlich ein bisschen größere Maschinen später haben. Und, müssen dann auch da natürlich durchkommen. Gut, wir gehen mal schnell vorbei, beziehungsweise fahren mal schnell zum Händler, zum Maschinenhändler. Der müsste hier auch relativ nah bei uns sein. Ich werde mal hier aus dem Hof rausfahren. Das Tor steht immer offen. Wenn es mal nicht offen steht, dann bin ich im Urlaub. Oder ich möchte nicht gestört werden. So. Okay. Und ihr seht auch, wir haben mittlerweile das Geld, also wir haben mittlerweile den Bankkredit gewährt bekommen. Ich habe da mittlerweile ein bisschen Zweifel bekommen, ob ich das wirklich wieder zurückzahlen kann. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich bald Land kaufe und bald auch ein bisschen Geld ausgebe, aber nicht das Geld verschwende. Das wäre nämlich wirklich, wirklich schlimm. So, dann fahren wir mal hier lang. Und ich glaube, hier vorne rechts ist der Maschinenhändler. Ich hoffe, der hat Zeit für uns. Aber sieht aktuell so aus, ne? Oh Mensch, das ist ja vollgestellt bei dem. Hoi, hoi, hoi. Der hat ja tolle Maschinen. Muss ich mir mal angucken, was es da alles so im Angebot gibt. Das wäre ja klasse, wenn wir da irgendwie was von haben könnten. So ein großer Glasdrescher. Ja, gleich gucken. So, jetzt über den Bahnübergang. Der Bahnübergang ist hier schon seit längerer Zeit kaputt. Der schließt sich nämlich nicht und der zeigt auch nichts an, wenn der Zug kommt. Muss man immer sehr achtsam fahren, aber im Moment hat es ja mal geklappt. Gut, der ist auch gerade geöffnet. Sehr, sehr schön. Da würde ich sagen, packe ich mal hier vorne. Hier ist noch Platz. Passe ich da rein. Na? Das läuft. So, mal den Blinker ausschalten hier. Das wäre ganz hilfreich. So. Da ist nämlich gerade der Zug. Seht ihr? Das geht nicht runter. Gut, einmal den Motor aus und dann suchen wir mal den Maschinenhändler. Ah, da kommt gerade einer auf mich zu. Ich werde mal kurz schauen, ob ich den hier mal schnell ansprechen kann. Grüß Sie, Sie sind hier der Maschinenhändler? Ja, und wer sind Sie? Sie kenne ich ja irgendwie auch noch nicht so richtig. Sie kennen mich noch nicht, das ist richtig. Das liegt daran, dass ich ganz neu bin hier im Dorf. Sie kennen vielleicht meine Großeltern noch, die Meyers mit dem Meierhof. Ja, der Trecker kommt mir so bekannt vor irgendwie. Jo, genau. Das ist der gute alte Güldner. Das ist das Ding, was noch funktioniert. Wir haben auch noch einen Steyr, aber deswegen wollte ich Sie auch ehrlich gesagt mal ansprechen. Das Ding ist, ich habe den Hof von meinen Großeltern übernommen. Und ja. Ich versuche das jetzt alles so ein bisschen auszubauen. Ich habe jetzt auch einen guten Kredit gewährt bekommen und so. Und da muss ich bei Ihnen sowieso noch ein paar Maschinen in Zukunft einkaufen. Aber ich habe vorher noch eine andere Frage, bevor ich das mache. Und zwar machen Sie auch Wartungsdienstleistungen. Ja, genau. Und zwar die Schlepper oder die Maschinen haben ja Wartungsintervalle und die biete ich natürlich an. Also
Genau, da machen wir dann mal wegen Ölwechsel und sowas. Okay. Könnten, also machen Sie, ich habe einen Steier auf dem Hof und der ist, glaube ich, ein bisschen runtergekommen. Ich habe mich da gar nicht getraut, das Ding irgendwie anzuschalten, weil das sah schon so ein bisschen klapprig aus. Ich würde damit gerne arbeiten oder das verkaufen und Ja. bräuchte deshalb mal Ihre Expertise, ob man das reparieren kann. Wenn ja, was kostet das? Das muss alles mal wieder auf Vordermann gebracht werden. Würden Sie mal auf meinem Hof vorbeischauen? Ja, das kann ich natürlich machen. Jetzt sofort? Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich habe jetzt gleich noch einen Termin beim örtlichen Lohnunternehmen. Da wollte ich mal vorbeischauen. W Ja. können Sie mir sagen, wo ich das finde? Ich bin hier noch neu, deswegen bin ich noch so ein bisschen auf örtliche Tipps angewiesen. Ja, und zwar, wenn Sie Richtung Süden fahren, hier Richtung Ja? Getreidemühle. Getreide, ja, Ja? genau. Und dann müssen Sie, da ist auch so ein Ort, ne? So kleine, so ein paar Häuser sind da, und da müssen Sie rechts, und dann müssen Sie über den Kanal fahren. Ach ja, Und okay, und dann. dann müssen Sie, nach dem Kanal kommt so eine scharfe rechts oder eine Rechtskurve mit dem Wald, und da hinter dem Wald, da ist so eine Einfahrt. Da müssen Sie mal probieren, lang zu fahren. Ja, Da müssen okay. Sie dann genau drauf zukommen. Ich meine, das ist, glaube ich, aber auch ausgeschildert. Ich bin mir aber nicht gerade ganz sicher. Okay, ich werde mir das mal angucken. Auf jeden Fall vielen Dank schon mal. Ja. Dann lassen Sie uns doch einen Termin machen. Sobald ich wieder auf dem Hof bin, das wird vermutlich so heute Nachmittag irgendwann sein. Ja, dann können Sie sich ja melden, und genau, dann gucke ich mal vorbei, und dann kriegen wir das schon hin. Super, so machen wir das. Vielen Alles Dank. klar, gute Fahrt. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Okay, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Da würde ich sagen, machen wir schnell den Motor an und dann fahren wir schnell zum LU und stellen uns da auch mal vor. In Zukunft können wir sowas vielleicht auch mal per Handy regeln, weiß ich nicht. Aber erstmal möchte ich mich mal vorstellen, damit die auch wissen, mit wem die das da zu tun haben. Dann müssen wir wie immer gucken, ob der Zug kommt. Oh, der Zug kommt. Da fahre ich mal lieber zurück. Ich glaube, wir hätten es noch geschafft, aber ihr seht, mit welcher Geschwindigkeit der hier fährt. Ich hoffe, dass der nicht irgendwann mal Opfer fordert. Ja, wirklich. Also ich muss da mal Beschwerde einreichen beim örtlichen Bürgermeister. Ich finde das echt fahrlässig. So, wir fahren Richtung Süden. Jetzt hinter dem Weißen geht's raus. Aber bis wir erstmal Gas geben hier. Das dauert immer. So, dann mal Attacke in Richtung Süden zum Lohnunternehmen. Und da müssen wir, wie gesagt, über den Kanal fahren. Ich glaube, wir können da hinter Herrn Töpfer herfahren, wer auch immer Herr Töpfer ist. Durch Hille durch. Und dann am Viehhändler vorbei und dann erreichen wir hoffentlich gleich das LU. Und dann gucken wir mal, was die uns erstens so für Preise bieten können und zweitens, ob die Kapazitäten frei haben und drittens, ob die überhaupt für uns arbeiten. Das ist auch noch sehr wichtig. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal anschauen, wer hier eigentlich unser Kontrahent ist, beziehungsweise wer hier noch im Dorf oder in dieser Region hier eine Farm hat und was der so plant und wie weit der vor allen Dingen auch so ist, was der für Feldflächen hat und wie das da so aussieht. Oh, das sieht ja schön aus hier. Menschenskinder. Kann ich mich denn hier hinstellen? Hier vorne parken oder was? Hallo? Mahlzeit. Verzeihung, wo kann ich hier meinen Träger parken? Da, wo Platz ist, am besten hier drüben an der Hecke, da stört er keinen. Okay. Fahr ich mal schnell hier hin. Bitte Hier darum. einfach so? Ja, das passt. Was kann ich für Sie tun? Warten Sie, ich muss mal kurz. Ja. Mein Motor geht nicht aus. Ah, jetzt ist er aus. Okay. Gut.
Grüß Sie, wo sind Sie? Hier, hinter Ihnen. Ah, grüß Sie. Moin. Guten Tag. Ich weiß nicht, ich bin der Enkel von den Bayers, die hier den Meierhof hatten. Ach, sagt Ihnen das noch was? Ja. So Mensch, das ist laut hier. Lassen Sie uns mal irgendwie. Können ja, wir kommen Sie mit, wir gehen in unseren Garten. In unsere Chill-Out-Area. Ach ja, das ist ja nett hier. Haben Sie ein paar Bierbänke sogar. Ja. Man sagte mir, Sie sind hier das Lohnunternehmen im Ort. Meine Großeltern hatten mir auch damals schon mal erzählt, dass es hier so ein Unternehmen gibt. Ich weiß gar nicht, ob die Sie auch mal engagiert hatten. Da habe ich nicht so ganz durchgeblickt. Ja. Ich wollte jetzt einfach mal fragen, ob Sie noch Kapazitäten frei haben, weil ich den Hof jetzt wieder ein bisschen aufbauen möchte. Dazu habe ich mich entschieden und ich brauche da ein bisschen Unterstützung, weil ich am Anfang noch relativ wenige Maschinen habe. Ich kann mir ja auch nicht alles kaufen und deswegen wollte ich einfach mal nachfragen, ob Sie da irgendwie Dienstleistungen noch anbieten oder ob Sie schon komplett ausgelastet sind. Also für den Meierhof haben wir immer was frei. Oh, das hört Ihre man Eltern gerne. Waren regelmäßig Kunden bei uns. Bezahlen müssen natürlich trotzdem, ist klar. Aber schade. Ich dachte, ich komme drum rum. Auf gar keinen Fall. Wir müssen ja auch von irgendwas leben, nicht nur von Luft und Liebe. Da haben Sie recht. Kriegen wir auf jeden Fall hin, sogar zeitnah. Unser Auftragsbuch ist voll, aber für den Meierhof würden wir das gerne machen. Es ist aller Ehren wert, dass Sie den wieder aufbauen. Von daher schieben wir Sie gerne dazwischen, um ihm dann beim Aufbau wieder zu helfen. Das ist absolut kein Problem. Mensch, also der Ruf scheint ja echt ganz gut zu sein. Der Bankberater war auch relativ angetan, aber sehr skeptisch gegenüber mir, ob ich das alles so hinbekomme. Ich gehe da erstmal unvorbelastet ran. Das finde ich sehr schön. Lass mich da positiv überraschen. Also es ist jetzt anfangs vor allen Dingen eine Sache zu tun. Mhm. Ich brauche jemanden, der düngt. Dazu habe ich nicht die Gerätschaften und jemanden, der kalkt. Ja. Haben Sie da irgendwie Menschen, die das machen könnten? Habe ich da. Also es ist ein Feld, was jetzt auch nicht unglaublich groß ist. Das ist unser Feld 9. Ja. Das wäre super, wenn Sie da eben vorbeischauen könnten. Können Sie im Prinzip ab sofort machen, je nachdem, wann Sie Zeit haben. Ja, in welcher Reihenfolge? Erst düngen, erst kalken? Was empfehlen Sie? Also ich bin da noch relativ neu in der Landwirtschaft. Ich weiß nicht, was da empfehlenswert ist. Ich würde, es spielt im Prinzip keine Rolle. Ja, okay. Ja, dann machen Sie erst Kalk und dann machen düngen Sie drüber. Gut. Ich würde dann hinter dem Dünger direkt herfahren, um dann zu säen. Hm. Aber es dauert sowieso ein bisschen, bis ich wieder am Hof bin. Sie haben gesehen, ich bin mit dem alten Güldner unterwegs, ne? Allerdings. Die Leute würden sich dann bei Ihnen anmelden, wenn sie bei Ihnen auf dem Hof anfangen zu arbeiten. Mit dem Abrechnen oder abgerechnet wird bei uns nach Arbeitsstunde. Ja, das wollte ich gerade fragen, ob Sie mir da schon irgendwie eine Hausnummer sagen können. Grob. Ich würde es einfach kurz durchrechnen und mich dann nochmal in 10 Minuten bei Ihnen melden, wenn Sie möchten. Machen Sie das, rufen Sie einfach durch. Ich gebe Ihnen kurz meine Handynummer. Ja, schreibe ich auf. So, ich schreibe die kurz auf, gebe Ihnen die hier mal kurz rüber. Mhm. Und dann melden Sie sich einfach, sagen Sie mir einen Preis und dann können Sie vielleicht auch schon sagen, wann ich mit dem Mitarbeiter rechnen kann. Hier, das ist sie. Dankeschön. Und dann würde ich mich freuen über einen Anruf. Wunderbar, machen wir so. Gut, verbleiben wir vielen so. Dank. Ansonsten, bis dann. Bis nächstes Mal. Jo, bis dann. Gut. Tschüss. Tschüss. Okay, das lief ja ganz gut. Damit haben wir den ersten LU-Auftrag auch vergeben. Ich hoffe, dass es nicht allzu teuer wird, dass wir uns das leisten können. Ich meine, wir können uns fast alles leisten gerade, aber ich bin kniepig. Aus Gründen. Also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig freigebig, was das Geld angeht. Und jetzt fahren wir schnell zurück und ich hoffe, dass wir unseren Händler noch kurz erreichen können. So, und da sind wir wieder auf dem Hof angekommen. Bis jetzt hat sich der Chef vom Lohnunternehmen noch nicht bei uns gemeldet. Ich hoffe, das wird noch passieren. Vermutlich aber erst in der nächsten Folge. Ich werde jetzt nochmal schnell die Sämaschine greifen und dann gucken wir mal gleich. Ah, wo habe ich sie? Ich glaube, ich hatte sie... Hatte ich sie... Ah, ich glaube, ich hatte sie hinten in der... Ja, da steht sie. Genau. Da war sie versteckt. Die werde ich mir jetzt mal schnell hier noch anhängen und dann schauen wir mal, dass wir in der nächsten Folge dann auch tatsächlich mit dem Säen anfangen.
So, das sieht gut aus. Nehmen wir mit. Und dann fahren wir nochmal schnell zu unserem Saatgutlager, wo uns der Händler ja schon mal was abgekippt hatte. Ich glaube, das hat man ja auch gesehen. Hier, genau. Hier muss es sein. Kann ich denn hier aufladen? Das Ding noch nie benutzt. Machen wir erstmal die Maschine auf. Und dann gucken wir mal, wo ich das hier... aufladen kann. Kann ich das hier irgendwie? Oh, da kommt noch ein Anruf rein. Grüß Sie, Herr Peters, sind Sie's? Ja, ich bin's. Hallo, Herr Ansgar. Herr Peters, Sie waren vom Händler, ne? Ja, genau. Und ich wollte gerade sagen, dass ich gerade Zeit hätte und wollte fragen, ob Sie schon da sind. Es ist gerade relativ schlecht. Lassen Sie uns das später machen. Ich warte noch auf einen anderen Anruf vom Lohnunternehmen. Ich würde Sie sonst einfach später nochmal anrufen, wenn das okay ist. Haben Sie heute noch Zeit? Ja, ja. Ich bin okay, dann machen wir das so. Auch. Gut. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Gut, ich weiß gar nicht, wie man das hier eigentlich auflädt. Das muss ich mal in Erfahrung bringen. Das machen wir dann, Weizen will ich auch gar nicht, aber das machen wir dann mal in der nächsten Folge, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Folge haben wir dann zwei Anrufe, die wir noch reinbekommen werden. Und wir haben vermutlich auch Lohnunternehmer und den Händler hier auf dem Hof. Das heißt, hier wird eine ganze Menge Action sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr an meiner Stelle machen würdet. Weiter aufs LU setzen oder vielleicht noch einen Mitarbeiter anheuern. Schreibt es gerne rein. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.